Heute habe ich Schogetten und zwar in einer Limited Edition. Gab's bei Penny für 66 Cent. Und zwar Cookies and Berry, Cookies and Nut. Und das besonders Geile, Cookies und Peanut Butter, Erdnussbutter. Mit Erdnussbutter gibt es wirklich nur meiner Meinung nach Kit Kat Chunky, die halt so richtig geil schmecken, so in Richtung Reese's Peanut Butter. Aber auf jeden Fall geil, dass sie sowas probieren. Das weiß ich schon, dass es mir nicht so schmecken wird. Ich verstehe auch nicht, warum immer so eine Blaubeersorte noch drin sein muss. Das irgendwie so. Ist halt nur mein Geschmack, aber irgendwie Blaubeeren passt nicht zu Schokolade. Auch nicht zu Joghurt. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Die guten zuerst oder zum Schluss. Salzigen Keksstückchen. Jedes Mal, ich bin mit der Verpackung so überfordert. Wieso denn? Ich meine jetzt mal ernsthaft, so schwer ist es doch nicht, so Erdnussbutter einfach so in Schokolade zu machen. Das ist so wie. Ich meine, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Schogettenfreund. Rittersport und Milka schmecken mir auch vom Schokoladendings halt besser. Aber ich verstehe nicht, warum man das jetzt so versauen muss. Weil es wirklich halt überhaupt nichts mit Erdnussbutter zu tun hat. Ich meine, noch nicht mal so ein richtiger Erdnussgeschmack ist da. Höchstens so eine ganz leichte Note. Nee. Komplett am Thema vorbei. Wie gesagt, Kit Kat Chunky Peanut Butter ist richtig, 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 richtig geil. Und der Erdnussbuttergeschmack von Kit Kat kommt auch halt richtig an diese Peanut Butter Cups von Reese's ran. Aber das ist echt das. Ich meine, wenn sich jemand wirklich freut, irgendwie, okay, alles klar, so wie ich jetzt Schokolade mit Erdnussbutter in Deutschland kaufen, dies, das, und dann. Das ist ehrlich gesagt richtig enttäuschend.
Echt, ich habe mich so gefreut. Aber ich warte ehrlich gesagt drauf, dass Rittersport und Milka mal so eine Erdnussbutter-Schokolade rausbringen. Halt in gut. Die schmeckt nicht schlecht. Schmeckt wirklich so ein bisschen so wie diese Haselnusskekse hier, die man kaufen kann. Aber haut mich jetzt auch nicht so um. Von Rittersport hatte ich eine von denen im Video. Die waren viel besser als die hier. Hier bin ich voreingenommen. Erinnert sehr stark an diesen Fruchtjoghurt. Ist nicht meins, aber schlecht sind sie nicht. Aber was jetzt? Keine Ahnung, irgendwie. Ist so schwer vorstellbar, dass jemand irgendwie, wenn jemand Bock auf Schokolade hat, dass er sich sagt, ja, okay, alles klar. Ich esse jetzt Schokolade mit Heidelbeergeschmack. Irgendwie so, weiß ich nicht. Nee, gefallen mir alle nicht. Hey, das ärgert mich. Nee, sind immer noch nicht besser. Gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Aber nee, kann man drauf verzichten. Gut. Heute habe ich einen Haufen Spielzeug von den Schlümpfen. Und zwar hätten wir da einmal.